Also wenn du mich jetzt so konkret fragst, kann ich nur sagen, ich fühle mich so, als ob die Hypnose mich komplett hypnotisiert hat. Ich bin so fasziniert und ich möchte einfach immer mehr wissen und das Wissen in mir will einfach immer mehr. Was hast du dir erwartet von der Hypnose zu Beginn, bevor du angefangen hast? Also zu Beginn habe ich einfach nur gedacht, super, ich kann jetzt endlich meine Kinder, meine Bekannten hypnotisieren, einfach um das Unterbewusstsein positiv zu beeinflussen. Und das klappt wunderbar. Das ist echt super. Was war dein stärkstes Erlebnis mit Hypnose? Also das allerstärkste Erlebnis war mit einem Bekannten namens Josef, der über extreme Schmerzen geklagt hat. Und nach der Hypnose so schmerzfrei war, dass wir eine Runde um den Schwarzwaldsee gewandert sind und er hat sich einfach nur unendlich wohlgefühlt und einfach ja, schmerzfrei. Das war echt ganz, ganz toll. Ja, Wahnsinn, gratuliere. Dankeschön. Danke. Naja, du hast es bei der Lebens- und Sozialberaterausbildung so schmackhaft gemacht, dass ich einfach so dieses Streben nach mehr gehabt habe und ich wollte einfach dieses Werkzeug beherrschen. Und ja, es ist einfach eine tolle Technik, wie man sehr viele Dinge los wird, die man nicht haben möchte im Leben. Sei es jetzt der Ängste, sei es zu viel an Gewicht oder in diese ganzen Entwöhnungsgeschichten. Ja. Was war für dich das stärkste Erlebnis mit Hypnose? Das erste war für mich zeitgleich das Stärkste, war eine gute Nachtgeschichte für meine Tochter, die gerade aktuell Schwierigkeiten im Kindergarten gehabt hat und sehr mutlos war. Und ihr da eine wunderschöne Metapher erzählt hat, wie sie als Elfe durch ihren Wald schwebt, in ein Schloss, wo sie Mut, Stärke, Zuversicht und Geborgenheit und Freiheit alles erleben kann. Und sie ist wirklich eingeschlafen wie ein Baby und es war nachher das Problem einfach weg. Sie hat zwar nicht mehr daran erinnern können, was es in der Geschichte gegangen ist, hat sie gesagt, weil sie wollte die Geschichte nochmal hören am nächsten Tag. Ich habe sie leider nicht wieder erzählen können, genau zeitgleich oder genau gleich inhaltlich. Aber also es hat sie einfach von selbst aufgelöst und es war für mich einfach der stärkste Beweis. Gratuliere, Danke. danke. Ja, Gerhard, was war für dich der Grund, Hypnose zu lernen? Ja, ich habe schon sehr viel theoretisches Wissen über Hypnose angehört und jetzt wollte ich erst noch einmal sehen, wie es in der Praxis ist, ob das wirklich so ist, wie ich schon viel gelesen und gehört habe davon. Ja, und war es dann so? Und bin positiv überrascht. Ja, es hat schon einige Situationen in meinem Leben gegeben, wo ich mich selber mit Hilfe von Hypnose, also in so eine Trance versetzt habe und danach war das Leben wieder lebenswerter und schöner und waren einige Probleme, die ich gehabt habe, einfach wie weggeblasen.